herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus mit mir King Falke. Und letztes Mal sind wir ja in die Kirche hier und so und haben das schon da vorne und ich habe einfach nur Rechtsklick vorher letzte Folge gemacht und wollte mich so hinstellen. Da hat jetzt mal einfach den Kopf hin und Poki geredet hat. Das wollte ich auch nicht. Okay. Da haben wir schon mal die Kopfhörer. Das wird sie das mitnehmen. Lass er weg, alles mitnehmen. Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Alles mitnehmen. Nö, wo? Nö, das sieht er nicht. Kann die das dann nehmen? Genau, in die Kirche einbrechen und die Skizze. Also, ja. Das hier? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Okay. Und die Akustik ist hier auch besser. Ja, okay, dann nehmen wir mal weiter. Zack. Tür, Orgel. Und mal Auge angucken. Wie die Orgel pfeifen. Da geht die erstmal dahin und so nicht schlecht. Reden. Na, ihr pfeifen? Ich komme nicht ran. Außerdem wären sie eh zu schwer. Weißt du, das ist so schwer, das hast du nie angefasst. Erstens komme ich nicht ran. Zweitens braucht man dafür meines Wissens eine Art Tastatur. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflöte für Riesenperuaner. Okay. Okay, da kommen wir vielleicht raus. Na ja, dann nehmen wir ja mal Poké wieder ein. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tiefer liegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile, erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Und auch sogar auf die Treppe und so. Wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Schön! Das hat doch viel gesagt. Schön! Okay, dann kann man eigentlich die Treppe jetzt noch hoch. Kann man die ansehen und planen Keks. Dann gehen wir mal da hoch. Da ist er, das wie ein Klavier. Mal ansehen. Das Plan B, falls der Organist mal krank ist. Oh. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Oh, manchmal ist blöd. Das ist kein Walkman. Nicht? Ja. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Was hast denn du da drauf? Guck mal, Harvey. Ein Kassettendeck. Oh nein. Und jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei. Du hast mir ein Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel. Ja, aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln. Na lol. Kann man das da einbauen? Lol, und jetzt? Benutzen? Na gut, ich nehme ihn wieder mit. Aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Hä? So kann man die Orgelpfeifen reinigen. Ach, halt doch die Klappe. Kann man das darin ballern? Ach ne, ich wollte erstmal reden. Echo? Komm, lass da rein, Ballon. Hallo. Ah, hier. Und dazu meinte ich, da muss man jetzt so das einbringen. Damn it.
Du, das da lang geht, sieht auch nicht schlecht aus. Unter der Bank. Manu! Das hat irgendwas damit zu tun. Aber ich weiß nicht, wie. Buch, ach, ansehen. So, hä? Das ist da oben. Schwarz. Dann weiß. Scheiße. Dämmert! Grübel studieren. Und hey, das ist aber wieso seine Gitarre irgendwie abgebildet. Hoffentlich habe ich es jetzt kapiert. G. So. So. Wie war das? So. Nee. Hä? Oder musste ich das? Nee. Ist. Ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Schöne Scheiße. Ich weiß nicht, wie das geht. Kann man da unten nicht auch drauf drücken? Nö, da geht man wieder raus. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich guck mal kurz im Internet an, ich bin gleich wieder da. Wiedersehen. Hallo! So, ich bin zurück. Ich hab jetzt mitgekriegt, was hier fehlt. Man muss ja auch unten erstmal die Anlage anmachen, wa? Dass das ja weiter die Funktion noch gehört, muss erstmal den Verstärker benutzen, der rot leuchtet. Und jetzt müssen wir wieder hochgehen. Jetzt spielen wir mal schön auf die Orgel. Lalala. Und jetzt. Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen.
Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters! So. Das rockt. Da habe ich mit der Sonnenbrille. Geht ab, ich Schmetzkatze. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab! Das war lustig. Hing da oben gerade der Priester? Hat der Schlüsselmesser schon wieder getrieben, aber ich weiß nicht, warum ich das da drin hängen habe. Benutzen. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Okay. Und wenn man jetzt diese Klappe zumacht. Zack. Und jetzt nochmal das benutzt. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt. Okay, ja, erstmal den Adventure und viel Spaß. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Ätnar recht aus darauf geachtet hatte, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Ätna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Ja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und es ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. Na lol, okay, dann nehmen wir mal hoch aus Stühle, ob es Stühle dann gibt, dann wird das gleiche wie eine Anstalt. Okay, dann nehmen wir da hoch. Dann der Leiche, erstmal der Leiche angucken. Ich kann nichts dafür, ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Guck mal, da unten das Blut. Das wollte ich nicht. Da ist nichts mehr zu retten. Da ist nichts mehr zu retten. Oha. Was denkst du, Harvey? Ist das meine Schuld? So darfst du nicht denken, Ätna. Du wolltest nur das Beste für alle. Gigi. Nein. Okay, mach mal den komischen Schlüsselmeister anrufen. Ich hatte ja keine Ahnung. Mach ja keine Dummheiten. Nicht? Was denkst du, Harvey? Habe ich die Schuld, weil ich ihn rausgelassen habe? Hör nicht auf ihn. Er ist vollkommen gestört. Was redet er denn schon? Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Benutzen? Mach ja keine Dummheiten. Ja, oder das da. Benutzen. Was ist denn, wenn man... Nichts drin, außer einer Luftsäule. Und was ist mit die Kopfhörer? Klappe. Das ist kein Walkman. Die Kopfhörer.
Eigentlich. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Ich könnte ihn sicher mit einem Schlag zerstören. Aber ich tue es nicht. Ich genieße das Gefühl der Macht. Die lacht. Klappe zu, aber das... Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatorin andererseits... Ja, ansehen. Plan B, falls der Organist... Kann man da nicht mehr gehen. Eigentlich. Wie funktioniert denn das? Plan B, falls der Organist mal krank ist. Komisch, dämmert. Jetzt haben wir das doch nicht steckt. Jetzt sitzt er da oben. Mach ja keine Dummheit. Okay, dann haben wir jetzt auch nochmal von... Soul von... probieren. Dieser Screen beherbergt wohl eine der härtesten Szenen im Spiel. Ja, und damit auch den stärksten Bruch in der Gesamtstimmung. Das erste Mal, dass man halt so wirklich mit der tatsächlich ungeschminkten Brutalität konfrontiert wird, die, naja, indirekt und ohne es zu wollen, aber die sie ja tatsächlich irgendwo im weitesten Sinne zu verantworten hat. Und das wird ihr vom Schlüsselmeister auch sehr direkt vorgehalten. Und ja, wer hier nicht dreimal schluckt, sollte nachträglich vielleicht das Spiel niemals gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber man soll ja über die Geschichte und über das Geschehene reflektieren und dies ist der Punkt, an dem man halt das erste Mal überhaupt angehalten wird nachzudenken. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über angerichtet? Du lachst, das hast du gerade selbst so bei dem Prozent. Ich erkenne das Alpha, aber wo ist das Omega? Siehst du dieses Licht? Halleluja. So eine habe ich schon. Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. Was fällt dir zu diesem prachtvollen Buntglasfenster ein, Harvey? Es würde schöne Scherben geben. Man muss irgendwie noch das Radio benutzen. Aber so, ne? Aber erstmal betragen, okay. Dr. Marcel was here. Genau. Er hat noch die Urne schreibt. X. Ja, das auch nicht. Was ist denn da noch? Der Tonabnehmer sieht ein wenig matt aus. Vielleicht klingt der Song mit ein paar Ecken besser. Shipment! Sind am Start. Ja, schlechter ist es nun auch nicht unbedingt. Dank des Kopfhörers. Menno, wie geht das jetzt? Das Ding gehört nicht in den Topf, sondern in die Tonne. Na gut, aber erstmal wieder. Die Zeit ist schon wieder oben. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, okay? Wiedersehen!